Ja, das Gleis 3 hier, das müsste noch bis zum vorderen Anlagenrand vorgestreckt werden. Und was hatte ich mir dafür ausgerechnet? Sieht nach 30,2 aus. Und es ist auch 30,2. Also muss ich das Lichtschalt oder die Kartätsche, die da drauf steht, entsprechend folgen. Dreißig,2 einrichten. Und dann kann das nächste Stück Gleis dran. Lasche zusammenkneifen. So, Kontrolle müssen. Und das nächste Gleisstück vorbereiten. Lasche zusammenkneifen. Seltsamerweise sind die Löcher nicht da, wo ich sie erwartet habe, und sie sind auch kleiner.
So, und das letzte Stück. Gleis 3 liegt, geht an Gleis 4. Dazu räume ich zunächst einmal etwas Zeug weg. Und schaue mal nach einem Quellbock. Sehe, habe ich keinen, dann muss ich zunächst einmal diesen kaputten als Maß einbauen und dann später austauschen. So, wichtiger ist jetzt, wo muss es denn hin? Das ist Gleis 4, das soll auf 36,1 zu liegen kommen, also 39,1. Und wenn ich dort jetzt ein Gleis einschraube, dann sollte besser mein Bahnsteig dazwischen passen.
Und zweite Gegenprüfung. Ich habe hier einen Gleisabstand von 88. Den habe ich da auch. Jo. Das würde ich sagen, ist schon mal gut. Und jetzt kann ich mich dran machen. Zunächst einmal das Stockgleis, das hinten dran muss, zu konstruieren. Schienen verbinden wir uns da drauf. Das waren noch die Reste von einem da drin. So, das ist schon mal gut. Zentimeter genau ist der Abstand nach hinten. Und damit kann ich festschrauben. Thank you.